Wohin auswandern? Lebe deinen Traum. Welcome to the world. Ich wünsche dir ein frohes neues Jahr. Ja, ein frohes neues Jahr, 2022. Die Wahrheit ist im Augenblick, dass für viele das Jahr 2022 sehr viel Unsicherheit bringt. Wir leben in Zeiten, wo wir sehr schlecht in die Zukunft schauen können, wo Lockdowns drohen oder vielleicht Jobverlust, vielleicht Impfpflichten und daraus resultierend ein Jobverlust. Viele Menschen können also gar nicht mehr in den Berufen arbeiten, in denen sie früher gearbeitet haben. Andere sind selbstständig und stehen vielleicht vor einer Pleite durch die ganzen Verwerfungen, die die Pandemie-Maßnahmen mit sich gebracht haben. Und so ist sehr viel Unsicherheit im beruflichen Bereich, aber genauso im privaten. Da erleben wir in vielen Partnerschaften, in vielen Familien eine Spaltung, die sich aus unterschiedlichen Ansichten über aktuelle politische oder medizinische Themen ergibt. Und das führt dazu, dass viele Menschen in dieser Gemengelage jetzt sehr intensiv über das Auswandern nachdenken. Und darum soll es in diesem Video gehen. Es denken ohnehin latent viele, viele Menschen darüber nach, auszuwandern. Und die heutigen Zeiten jetzt haben das Ganze beschleunigt, weil viele sich ein Stück weit entwurzelt fühlen. Und das bedeutet, dass die Auswanderungen, die jetzt im Augenblick stattfinden, doch eher einer Flucht nahe kommen als einer richtigen Auswanderung. Eine Auswanderung ist im Normalfall besser vorbereitet. Und meine Frau Lia und ich, wir führen ja Beratungsgespräche durch in diesem ganzen Thema Auswanderung und insbesondere auch zum Thema Paraguay, wo wir ja leben. Und wir erleben das, dass jetzt die Gespräche in den letzten Wochen und Monaten immer weniger vorbereitet waren, dass immer mehr Leute jetzt einfach nur noch schnell raus wollen und die Entscheidung treffen, ihr Land zu verlassen, obwohl sie ja vielleicht im Zielland noch nie gewesen sind und auch keine Idee haben, wie sie sich da finanzieren sollen. Und ja, wir empfehlen wirklich, da systematisch vorzugehen, um keine Fehler zu machen. Weil der Punkt ist im Grunde, jeder macht Fehler. Und bei so einer Auswanderung passieren definitiv auch Fehler. Aber das Wichtige ist es, im Großen keine Fehler zu machen. Die Fehler im Großen, die können einen die Existenz kosten. Und da müssen die Entscheidungen einfach stimmen. Im Kleinen darf man dann gerne Fehler machen. Das lässt sich ja gar nicht vermeiden. Und meine Frau Lia hat jetzt ja ein E-Book geschrieben. Da geht es um das Thema Auswanderung. Und sie bietet dort viele Checklisten, was der Auswanderer also einige Monate oder einige Wochen vor der Auswanderung noch erledigt haben sollte, weil es einfach auch Dinge gibt, die muss man vor der Auswanderung gemacht haben. Wenn man ausgewandert ist und keinen Wohnsitz mehr in Deutschland hat, dann geht es einfach nicht mehr. Und sie hat in diesem Buch über 40 Tipps und Tricks, ich glaube 42 sind es, oder Lifehacks, wie man heute sagt, gegeben. Und das ist wirklich lesenswert, weil jeder Einzelne davon kann eine Menge Geld sparen oder kann auch einfach helfen, große Fehler zu vermeiden. Und ich möchte an der Stelle mal ein paar Gedanken zum Thema Auswandern äußern, bei denen ich mir wünschen würde, dass jeder, der auswandern möchte, im Vorfeld einmal darüber nachdenkt. Das erste ist mal, eine Auswanderung ist im Normalfall dann erfolgreich, wenn zwei Dinge zusammenkommen. Das eine ist das Wissen und das andere ist die Einstellung. Das Wissen kann ich lernen. Ich kann in der Praxis in dem Zielland, in dem ich dann leben möchte, lernen. Das kostet vielleicht auch mal Zeit und Geld, wenn ich aus eigenen Erfahrungen lerne. Schlauer ist es halt, ich lerne aus den Erfahrungen anderer, wie beispielsweise das, was Lia in ihrem Buch dort zusammengeschrieben hat, was ich übrigens hier unter dem Video auch verlinken werde, das Buch. Das andere ist aber die Einstellung. Und es ist ja zweifellos so, dass in anderen Ländern nun mal andere Kulturen vorherrschen. Also wir hier in Paraguay können da ein Lied von singen. Und die Frage ist einfach, wie gehen wir damit um? Manche gehen ins Ausland und haben so dieses Gefühl, am deutschen Wesen soll die Welt genesen. Und damit scheitert so manche im Ausland, weil das Ausland richtet sich eben nicht nach uns, sondern wir müssen einfach akzeptieren, dass wir als Zuwanderer dort eben in eine andere Kultur reinkommen und dass wir deren Regeln auch zu befolgen haben. Und das ist nicht immer einfach, insbesondere wenn wir erleben, dass vielleicht das, was wir von zu Hause kennen, umso viel besser ist als das, was wir im Zielland erleben, in unserem Auswanderungsland.
Und dann aber trotzdem die Zähne zusammenbeißen und nicht zu versuchen, die Einheimischen im Auswanderungsland zu missionieren und ihnen zu sagen, dass sie ja alles falsch machen und dass wir es besser wissen. Das ist nicht immer einfach, aber das ist zwingend notwendig. Wir erleben im Ausland immer wieder Situationen, in denen wir schreien möchten. Einfach nur schreien, weil Dinge passieren, die kann man sich nicht vorstellen. Und mir hilft es immer persönlich, wenn ich mir vorstelle, das Ganze ist ein riesiger Loriot-Sketch. Und ich spiele halt gerade die Hauptrolle da drin. Und dann hilft es mir, das besser zu ertragen, dass eben nicht alle Dinge so rundlaufen, wie ich mir das vorstelle. Humor und Gelassenheit sind wahrscheinlich die beiden wichtigsten Eigenschaften, die Auswanderer mitbringen sollten, um auch eine gute Chance auf eine erfolgreiche Auswanderung zu haben. Eine Frage, die immer wieder auftaucht, die euch jetzt vielleicht auch irgendwelche Freunde und Verwandte stellen, das ist die Frage, die Auswanderung jetzt, soll das denn für immer sein? Und ganz ehrlich, ich finde die Frage sehr unglücklich. Also eine Auswanderung für immer, ganz ehrlich, wer soll denn das schon wissen? Erst recht, wenn man in dem Land vorher vielleicht noch nie gewesen ist. Soll ich da jetzt verbindlich zusagen, dass ich da für immer hingehe? Ich glaube, das kann niemand seriös sagen. Und weil viele aber in diesen Kategorien denken, ist ihre Entscheidung für die Auswanderung dann auch eine sehr große Entscheidung, eine sehr schwere Entscheidung, weil es ist ja schließlich für immer. Und ich glaube, wir sollten uns davon freimachen. Ich glaube, es hilft mehr, wenn wir uns sagen, wir wandern jetzt einfach mal aus für ein Jahr zum Beispiel. Ein Jahr gehen wir weg, ein Jahr probieren wir es, wie das ist, im Ausland zu leben. Und wenn es uns gefällt, können wir verlängern, ein zweites, drittes, fünftes, zehntes und zwanzigstes Jahr dranhängen. Und wenn wir nach einem Jahr sagen, das war's nicht, dann gehen wir halt wieder zurück. Und das ist ja auch völlig in Ordnung. Also ich glaube, ich würde mir bei einer Auswanderung immer so gut es geht zunächst mal Türen in Deutschland offen halten, für den Fall, dass ich mich später doch wieder anders entscheide. Und wenn du dich nicht anders entscheidest und dort bleibst, ist es auch gut. Das ist aber auch wichtig für das eigene Ego, weil wir leicht in Kategorien denken von einer erfolgreichen Auswanderung oder nicht. Und ja, manche sehen es dann so, die sagen sich, wenn eine Auswanderung erfolgreich sein soll, dann ist sie das nur, wenn sie ewig dauert. Also wenn man bis zum Tode im Ausland bleibt. Und das ist ganz ehrlich gesagt völliger Bullshit. Also wenn ich jetzt ein Jahr ins Ausland gehe und ich komme nach einem Jahr wieder zurück mit einer Erkenntnis, dass es nicht mein Land war, dann ist das doch ein großer Erfolg, dass ich das erfahren habe. Also aus meiner Sicht, der Misserfolg wäre, wenn ich irgendwann auf dem Sterbebett liege und meine letzte Stunde hat geschlagen und ich lasse mein Leben Revue passieren und frage mich, was wäre gewesen, wenn ich damals ausgewandert wäre? Und ich habe keine Chance, das mehr zu erfahren. Und tatsächlich ist es so, dass Menschen auf dem Sterbebett eigentlich mehr die Dinge bereuen, die sie nicht getan haben, als die Dinge, die sie getan haben. Von daher möchte ich durchaus dazu ermutigen, eine Auswanderung einfach mal zu probieren. Und wenn es klappt, ist es gut. Und wenn du nach einem Jahr sagst, das war es jetzt nicht, dann ist es auch gut. Mit Sicherheit hast du dann Erfahrungen gesammelt, vielleicht eine neue Sprache gelernt, du hast eine neue Kultur kennengelernt und davon wirst du dein Leben lang zehren. Das sind Erfahrungen, die nimmt dir niemand mehr. Und irgendwann bist du 70, 80, hast deine Enkelkinder auf dem Schoß und kannst ihnen dann von deinen Erfahrungen aus deinem Jahr im Ausland erzählen. Das ist doch auch in jedem Fall etwas sehr Schönes. Ja, von daher bitte nicht in Erfolg oder Misserfolg denken und vielleicht diesen zeitlichen Horizont einfach mal ein bisschen entspannen und zu sagen, wir machen das mal ein Jahr und dann gucken wir einfach mal. Das macht die große Entscheidung ein bisschen kleiner und damit auch leichter. Ich möchte was sagen zum Thema Deutsche im Ausland. Ich höre immer wieder diesen Spruch, hüte dich vor Sturm und Wind und Deutschen, die im Ausland sind. Und ich finde diesen Spruch furchtbar, ehrlich gesagt. Furchtbar. Warum? Weil der Spruch ein Stab bricht über alle Auslandsdeutschen. Und die Deutschen im Ausland, das ist eine so heterogene Gruppe, da gibt es ja wirklich alles dabei. Völlig unterschiedliche Menschen. Und die alle mit einem Spruch treffen zu wollen, das macht überhaupt keinen Sinn. Es ist sicherlich so, dass manche Auswanderer mit Deutschen im Ausland schlechte Erfahrungen gemacht haben. Die Frage ist, ist es jetzt so, dass die Deutschen im Ausland schlechtere Menschen sind? Und das glaube ich überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Im Gegenteil. Also ich habe sehr, sehr positive Erfahrungen gemacht
mit den Deutschen, die ich im Ausland getroffen habe. Ich glaube, der Grund dafür, dass dieser Spruch entstanden ist, ist ein ganz anderer. Wir haben ein normales Prozedere, was passieren muss, damit wir Menschen Vertrauen schenken. Im Normalfall, wenn du jetzt irgendwo in Deutschland wohnst, würdest du dir deine Zeit nehmen. Du würdest Wochen oder Monate brauchen, vielleicht gemeinsame Erlebnisse machen und würdest dann irgendwann sagen, diesem Menschen vertraue ich und dem vertraue ich nicht. Und das ist normal, das ist ja ganz menschlich. Und wenn jetzt jemand ins Ausland geht und feststellt, dass da vielleicht jemand den gleichen Pass hat, jetzt passiert Folgendes. Der Auswanderer ist jetzt erstmalig vielleicht in dem Zielland und alles ist fremd und ich sehe überall Berge voller Probleme, die ich erstmal lösen muss. Vielleicht kann ich die Sprache noch gar nicht, habe natürlich dann extra Probleme. Und jetzt in dieser schwierigen Lage treffe ich einen Landsmann, einen Deutschen oder die Österreicher treffen Österreicher oder die Schweizer treffen Schweizer, ganz egal. Ich treffe jemanden, der meine Sprache spricht. Und da gibt es ein großes Hallo. Ich sage, Mensch, du bist auch aus Deutschland. Das ist ja großartig. Und dann hilft er mir vielleicht auch ein bisschen. Und vielleicht sogar noch kommt er aus der gleichen Stadt. Und dann denke ich, das gibt's ja nicht. Du kommst auch aus Hamburg. Das ist ja großartig. Und dann entsteht der Eindruck, ich könnte diesem Menschen jetzt vertrauen, nur weil er die gleiche Nationalität hat wie ich oder nur weil er aus der gleichen Stadt kommt. Und die Frage, die wir uns stellen sollten, ist die, ob wir diesen Menschen auch dann vertrauen würden, so schnell, wenn wir sie in Hamburg an der Supermarktkasse treffen. Und das würden wir wahrscheinlich nicht tun, das ergibt ja gar keinen Sinn. Und trotzdem, im Ausland, aus diesem Gefühl heraus, dass wir in der Fremde uns alleine fühlen, neigen wir dazu, anderen Menschen sehr schnell und oftmals eben auch zu schnell zu vertrauen und werfen unser Herz über den Zaun und springen hinterher und erleiden damit einen Schiffbruch. Und dann treffen wir vielleicht auf Menschen, die es nicht gut mit uns gemeint haben. Ich glaube, dass das die absolute Minderheit ist, aber sie haben natürlich dann in der Situation mit den Neuauswanderern relativ leichtes Spiel. Jetzt gibt es manche, die sagen, das wird mir nicht passieren. Ich vertraue niemandem mehr. Ganz ehrlich, wenn man niemandem mehr vertrauen kann, dann hat man ein ganz armes Leben. Also das wünsche ich keinem, dass er niemandem mehr vertrauen kann. Ich glaube, Vertrauen ist wichtig und Vertrauen gehört zum Leben dazu. Und ich wünsche dir, dass du auch in deinem Auswanderungsland Menschen findest, denen du vertrauen kannst. Mein einziger Rat ist, lass dir Zeit. Nimm dir die Zeit, die du dir auch in Deutschland genommen hättest. Das können Wochen sein, das können Monate sein. Du bestimmst dein Tempo. Und nach Wochen oder Monaten befragst du deinen Bauch, befragst du deinen Kopf und dann entscheidest du, ob du jemandem Vertrauen schenken möchtest oder nicht. Bei großen Entscheidungen, wo vielleicht viel Geld involviert ist, hol dir mal einen Rat ein von unbeteiligten Personen und guck, dass du da vielleicht keine vorschnellen Entscheidungen triffst. Ich denke, das ist wichtig. Und dann wird dieser unselige Spruch, hüte dich vor Sturm und Wind und Deutschen, die im Ausland sind, dann wird dieser Spruch auf dich hoffentlich dann auch nicht zutreffen. Ja, dann möchte ich ein Thema ansprechen. Aus meiner Sicht ist eine Auswanderung auch immer eine Reise zu dir selbst. Das hört sich jetzt ein bisschen philosophisch an. An der Stelle sei übrigens erwähnt, das Buch, was die Lia geschrieben hat, das ist weniger philosophisch, das bringt mehr Fakten, Fakten, Fakten. Was muss ich wann genau machen? Checklisten und was darf ich auf keinen Fall vergessen und welche Fehler darf ich nicht begehen? Das ist das Buch und ich bin jetzt ja gerade mehr so ein bisschen philosophisch unterwegs. Ja, Reise zu dir selbst habe ich es gerade genannt. Ich meine damit Folgendes. Du kennst dich im Normalfall ja ganz gut. Ich meine, du verbringst schon ein paar Jahre mit dir. Aber in der vertrauten Umgebung. Wenn du jetzt mit dir an deiner Seite in eine fremde Umgebung kommst, dann erlebst du dich vielleicht von ganz neuen Seiten. Sicher ist mal, eine Auswanderung ist zunächst mal Stress. Man kann natürlich gut werben für Auswanderungsländer irgendwie so mit Hängematte und so. Und wir tun das bestimmt auch nochmal, weil das ist schon so. Man kann im Ausland irgendwann auch besser relaxen und chillen und ein bisschen aus diesem Hamsterrad des Lebens rauskommen. Das geht schon. Wer aber erwartet, dass das am Tag nach der Anreise passiert, der wird sich natürlich getäuscht sehen. Der Normalfall ist doch, eine Auswanderung bedeutet ein verdammt stressiges Jahr. Das halbe Jahr vor der Auswanderung ist Stress. Die ganzen Sachen packen und überlegen, was nehme ich mit, was lasse ich zu Hause und Mitgliedschaften kündigen, Versicherung kündigen, sich von Freunden und Familie verabschieden, sich tausendmal erklären müssen, warum man es denn tut. Das alles ist Stress. Und wenn ich dann im Zielland ankomme, dann hört der Stress nicht auf.
Da muss ich mich erstmal neu einrichten. Ich muss eine Immobilie finden zum Kauf oder zur Miete, ganz egal. Ich muss dann zusehen, dass ich erstmal gucke, wo ich einkaufen gehen kann, wo ich meine Sachen finde. Gut, manche Sachen sind trivial. Ein Liter Milch werde ich im Supermarkt kriegen. Aber wenn ich jetzt irgendwie sage, ich hätte gerne Mandelmilch oder ich würde gerne mit Kokosöl braten oder was auch immer, das muss ich erstmal alles rausfinden. Ich muss rausfinden, wenn Stau ist, wo sind die Schleichwege, wo ich dann trotzdem noch einigermaßen schnell vorankomme. Ich muss mir ein neues privates Umfeld schaffen. Ich muss mir neue Freunde und Bekannte zulegen. Ich muss das ganze Land kennenlernen. Ich muss die Sprache kennenlernen. Ich muss mich vielleicht beruflich auch neu orientieren. Das ist so viel Neues. Da ist in den ersten 6 Monaten für Relaxen so ziemlich keine Zeit. Also am Wochenende vielleicht mal ein Stündchen. Aber ansonsten geht der Stress, den man aus Deutschland noch kennt, erstmal genauso weiter. Bis sich das dann aber irgendwann auch legt. Und ich darf sagen, dass man dann schon gut zur Ruhe kommen kann in manchen Ländern. Und dass man dann auch beginnt, die Auswanderung wirklich zu genießen. Wobei ich nicht sagen möchte, dass man diese Zeit der Neuorientierung nicht genießen kann. Das geht auch, aber es ist halt zeitintensiv. Das muss man ganz realistisch so betrachten. Ja, was haben wir noch? Die Reise zu dir selbst, habe ich gesagt. Reise zu dir selbst bedeutet ja auch, du musst viele Entscheidungen unter Unsicherheit treffen. Weil du hast die ganzen Fakten zu Anfang noch nicht. Du kannst jetzt mit einem Buch oder mit Beratungen und Internetvideos, kannst du dich so gut es geht vorab informieren. Aber letzten Endes wirst du viele Entscheidungen treffen und hast immer das Gefühl, eigentlich kann und möchte ich die Entscheidung noch gar nicht treffen, aber ich muss das irgendwie tun. Und ich glaube, dass dieser ganze Prozess, sich von einer neuen Seite kennenzulernen, wie man sich unter Stress verhält, wie man sich in Ausnahmesituationen bewegt und was man da an Entscheidungen trifft, ich glaube, dass das alles Wachstum bedeutet und dass das vielen Menschen gut tut, zu wachsen. Vielleicht hast du dann im Ausland den einen oder anderen Adrenalinschub, wenn irgendwas nicht so läuft, wie du möchtest. Und ich denke dann, manche Menschen machen Bungee-Jumping oder sowas, um diesen Adrenalinkick zu kriegen. Und ich glaube, eine simple Auswanderung wird es auch tun. Na gut, ist ein bisschen aufwendiger als ein Bungee-Sprung, aber egal. Ich glaube, dass Leute da teilweise ganz ähnliche Dinge erleben können. Naja, im Extremfall zumindest mal, ne? Und das ist ein normaler Prozess des Lebens und das nennt man Wachstum. Und Wachstum ist Leben letzten Endes. Und ich glaube, an der Stelle entscheidet sich, ob du zu den Menschen gehörst, die ab 40 Jahren dann irgendwann sagen, ich weiß alles, ich kann alles, ich bin der ich bin und ich möchte mich auch gar nicht mehr verändern. Das ist eine Möglichkeit, aber die andere Möglichkeit ist zu sagen, das Leben bedeutet lebenslanges Lernen. Und eine Auswanderung ermöglicht es mir, dass ich von vielen Menschen viele neue Dinge und Sichtweisen und Fähigkeiten lernen kann. Und wer so ins Ausland geht mit dieser Einstellung und das alles in sich aufsaugt, der wird, glaube ich, viel erfolgreicher auswandern als jemand, der sagt, ich möchte im Ausland genau das machen, was ich immer gemacht habe und alle anderen sollen mich in Ruhe lassen. Aber im Endeffekt ist es deine Entscheidung. Eine Frage, die damit verbunden ist, ist immer wieder, ob ich denn die Sprache des neuen Landes lernen muss. Und viele haben da so dogmatische Ansichten, sagen, ja, natürlich musst du. Ich sehe das nicht so eng. Ich persönlich würde es nicht tun, dass ich auswandere, ohne die Sprache dort zu lernen. Das heißt aber nicht, dass man es muss. Man muss sich einfach nur bewusst machen, wenn ich diese Sprache nicht lerne, dann erlebe ich das Land völlig anders. Weil ich an vielen Stellen immer wieder die Hilfe von Landsleuten brauche, die die Sprache sprechen. Ich werde nie so mit Einheimischen in Kontakt kommen, wenn ich ihre Sprache nicht spreche. Ich werde nie ihre Kultur richtig verstehen. Ich werde mit ihnen keine richtigen Feste feiern können, wenn wir keine gemeinsame Sprache haben. Ich werde alles ein bisschen anders kennenlernen. Ich werde im Grunde dann im Kleinen weiterhin in Deutschland leben, auch wenn ich mich im Ausland befinde. Und wer das alles so möchte und für sich akzeptiert, gut, das sei in Ordnung. Ich sage auch, mein Weg wäre es nicht. Und ich empfehle jedem, für dieses Wachstum, von dem ich eben sprach, eben auch die Sprache zu erlernen. Ich finde das schon sehr wichtig. Aber letzten Endes, jeder wie er mag. Und ich mag niemanden dafür verurteilen, wenn er eine andere Meinung hat als ich. Ja, was haben wir noch? Wir haben ein Thema der Motivation für das Auswandern. Man spricht in der Motivationslehre ja von einer Weg-von-Motivation und einer Hin-zu-Motivation. Weg-von-Motivation, das bedeutet, dass du das Bestehende nicht mehr möchtest.
Und das ist das, was im Augenblick jetzt Anfang 2022 viele Menschen in Deutschland erleben. Wir hören das in den Beratungen, dass die Leute mit der Entwicklung Deutschlands sehr unzufrieden sind, dass sie die weitere negative Entwicklung fürchten. Ich will da gar nicht im Detail darauf eingehen. Es gibt im Augenblick genügend Kanäle, in denen diese Themen, was in Deutschland gerade los ist, ausreichend beleuchtet werden. Das soll hier nicht das Thema sein. Du hast deine Motivation und das respektiere ich. Und das nennt man in dem Fall jetzt eine Weg-von-Motivation. Und das andere ist eine Hinzu-Motivation. Hinzu-Motivation wäre zum Beispiel, wenn du jetzt in die Toskana auswandern möchtest, nach Italien, und du sagst, du hast da 10 Jahre lang deine Urlaube verbracht und die Toskana ist so, so schön und du fühlst dich jedes Mal völlig entspannt, wenn du in der Toskana bist, und jetzt sagst du, irgendwann möchte ich gerne da ganz hinziehen und da mein Leben verbringen. Das ist eine Hinzu-Motivation. Und eine Auswanderung ist insbesondere dann erfolgreich, wenn beides ganz gut zusammenkommt. Wenn man also eine Weg-von-Motivation hat, aber auch eine starke Hinzu-Motivation. Und das, was wir in den Beratungen jetzt im Augenblick erleben, das ist, dass die Weg-von-Motivation bei vielen Menschen überwiegt und die Hinzu-Motivation jetzt wenig ausgeprägt ist. Also die Menschen, die jetzt nach Paraguay kommen, die kommen gerade, weil sie flüchten. Also nicht alle, aber doch schon einige. Und die kommen nicht nach Paraguay, weil sie sagen, Paraguay ist der Nabel der Welt und hier wollen wir unbedingt unseren Lebensabend verbringen. Das ist es bei den meisten eher nicht. Und es könnte bei diesen Menschen auch sein, wenn jetzt jemand kommt und sagt, du, Kroatien ist auch toll, dann sagen die ja, dann mache ich halt Kroatien und nicht Paraguay, ne? Und ich erwähne das, weil diese Auswanderungen im Normalfall weniger stabil sind. Und weil die Leute sich leichter noch wieder umstimmen lassen, als wenn sie auch eine große Motivation, eine große Liebe zu dem Zielland empfinden, weil sie es vielleicht schon vorher kennengelernt haben. Also auch da bitte ich, deine eigene Motivation einmal zu hinterfragen, wo du gerade stehst. Ich wünsche dir in jedem Fall, dass deine Auswanderung im Jahre 2022 gelingen möge, egal wo du hingehst, egal ob du in Europa bleibst, ob du aus beruflichen Gründen auswanderst oder ob du das Gefühl hast, dass es mir eine Flucht ist oder ob du deinen Lebensabend einfach woanders verbringen möchtest. Es gibt viele Motivationen für Auswanderung. Und egal, welche das bei dir sein möge, ich wünsche dir von Herzen alles Gute und dass du die richtigen Entscheidungen triffst, insbesondere bei den großen Entscheidungen, bei den wichtigen. Und sollten wir dich irgendwie unterstützen können, sei das jetzt mit dem E-Book, mit den ganzen Checklisten, was Lia geschrieben hat, oder sollte das auch durch eine persönliche Beratung sein, dann ja, melde dich gerne. Kontaktdaten findest du dann unter diesem Video im Text. Und dann würden wir uns freuen, dich eines Tages persönlich kennenzulernen. Über eine Zoom-Konferenz zum Beispiel in einer Beratung. Alles Gute und bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.